Wir sind wieder zurück bei einer weiteren Folge Odyssee. Und meine Lästerzunge hat sich auch wieder mal beruhigt. Aber unser Abenteuerherz beruhigt sich noch lange nicht. Wir wollen nun mal über diese Steinbrücke da gehen, sagt er. Warte mal, kann ich eigentlich von der Truhe was nehmen? Ich weiß es nicht. Oh ja. Also für die 20 Bolzen und das bisschen Geld. Macht ihm auch nichts aus. Ja, und tschüss, alles klar. Idiot. Da kommen uns die ganzen Black Metal Morats wieder entgegen. Einer ist runtergestürzt. Und tschüss. Da hinten sich Ratten. Riesenratten. Nicht zu plündern. Wanderratte. Oh, die sind zäher. Gebe sogar 70 Erfahrung. Kann es sein, dass ich irgendwie Minecrawler noch höre? Also irgendwas ist, hört sich da ganz unangenehm an, da oben. Oh. Wir warten jetzt. Der eine hat 70 gegeben, die anderen geben jetzt 60, oder wie? Nicht zu plündern. Na gut, aber das werden wahrscheinlich die Ratten sein, die erforderlich waren. Ah, von unten hätte man gar nicht hochgekommen. Man kommt also nur von da hoch. Richtig? Ich hoffe, das war's auch gewesen. Also entweder sind das jetzt hier Minecrawler oder diese, na sag schon, nicht Feldräuber, sondern diese Heuschrecken da. Das sind so hundertprozentig hier diese. Ah ja, den habe ich auch jetzt hier freundlich gesinnt. Ich habe die Ratten erledigt. Deine Vorräte sind vorerst wieder in Sicherheit. Danke, das ist ja mal wieder eine gute Nachricht. Dafür lasse ich sogar 50 Goldstücke springen. Dankeschön. Gut. Ich mal gucken, ob man noch irgendwo lang kann. Nee, von da kommt man auch mitunter. Nee, komm, ich gehe wieder ins Dorf zurück erstmal. Gefällt mir.
kann ich den fragen wegen den Büchern? Sandrock meint, dass Geiges was mit dem Verschwinden des Innerschreins zu tun hat. Der Gyges? Der ist zwar neugierig, aber ein Angsthase. Glaub nicht, dass er was damit zu tun hat. Nun, wir werden sehen. Hast du vielleicht, eventuell, möglicherweise, noch ein paar Bücher? Bücher? Was ist das? Na, beschriebene Blätter, die zu einem Buch eben zusammengebunden sind. Und was macht man damit? Lesen, zum Beispiel. Und wie geht das Lesen? Weißt du was? Vergiss meine Frage wieder. Was hast du eben nochmal gefragt? Nichts. Gar nichts. Alles klar. Die sind sowas von geisteskrank hier. Der graue Wolf wird deine Schafe nicht mehr bedrohen. Oh, war. Danke! Da fällt mir aber jetzt ein gewaltiger Stein vom Herzen. Was ist jetzt mit dem verschwundenen Innerschrein? Nichts. Oscar hat es mir nur erzählt. Wie bitte? Das ist jetzt nicht dein Ernst. Doch, leider. Tut mir leid, aber dieser Wolf hat mich ganz durcheinander gebracht. Nichts für ungut, ja? Ihr seid auch so durcheinander. Nochmal, wegen des verschwundenen Innerschreins. Oben auf dem Berg ist ein kleiner verfallener Innerstempel. Sandrock hat dich gesehen, wie du da oben herumgeklettert bist. Ja, ich war vor ein paar Tagen mal da oben. Hast du dort eine kleine Innerstatue gefunden? Ja, da stand so eine Statue herum. Und wo ist diese Statue jetzt? Ich dachte, die gehört niemandem und da habe ich sie mitgenommen. Ach, so ist das. Dann gib mir jetzt die Innerstatue. Ich brauche sie. Ich habe sie leider nicht mehr. Als ich heruntergeklettert bin, haben mich ein paar gefräßige Scavenger angegriffen. Dabei habe ich die Statue verloren. Ich bin so schnell gerannt, wie ich konnte, sonst hätten die mich glatt aufgefressen. Aber statt mich haben sie die Statue gefressen. So? Kaum zu glauben. Ich werde mal nachprüfen, ob das stimmt. Wo sind denn diese gefräßigen Scavenger? Wenn du zu der Schafweite gehst, musst du dich rechts halten. Dort findest du schon die Scavenger. Oh, da hatte ich aber ein paar tatsächlich getötet. Besser, die hätten dich gefressen. Ist nicht schad drum, so durch wie du bist. Die hätten das ganze Dorf auffressen sollen. Diese Taugenixe. Ah, ich glaube, da ist er. Da ist er auch schon. Und? Nein, das ist er nicht. Der ist hundertprozentig nachgespawnt. Kletter ich mal eben hoch. Ich habe sowieso das Gefühl, dass er mich angelogen hat. Ich glaube eh, dass er mich angelogen hat. Unter Jolly Roger! Nicht, dass ich aus Versehen Running Wild getötet habe. Da ist nicht zu holen. Da ist nicht zu holen. Das wäre natürlich schlecht. Oh, Blutfliegen. Giftfliege! Okay.
Ja, jetzt wird's aber... ja, alles klar, ich bin weg. Wilder Wolf. Ah, er kommt nicht hinterher, das ist gut. Weil wahrscheinlich hätte ich jetzt den anderen auch noch getötet, dann wäre ich tot gewesen. Wo ist er hin? Hier ist schon wieder Sandrocks Festung. Was ist das denn hier? Hier ist doch was. Hier ist einfach mal so eine Tafel. Sieht aus wie so ein Tor auch. Hier ist ein Baumstamm. Fragezeichen. Was auch immer ich damit anstellen soll. Aber ich glaube, die Blutfliege ist noch runtergefallen. Kann ich da hoch? Nein, eben nicht. Ich hoffe, ich komme so wieder weg. Also manchmal fühle ich mich echt hier bestraft. Ich sollte echt mal sparsamer umgehen mit den Ressourcen, die ich da habe noch. Heilwurzel, so. Dann über die Brücke drüber. Boah, ist das eng hier teilweise. Na also, endlich mal wieder Levelaufstieg. Alter, jetzt ist aber mal gut hier, Freundchen. Ist nicht zu holen. So. Ach, dies. Der Sound ist einfach nur geil. Scheiße.
da denn hier, ey? Toll, ist einfach nur so, oder was? Wobei, verleiht einem schon eine gute Aussicht. Nein, 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 nein. Oh, ich dachte schon. Da ist nicht zu holen. Ich wollte schon sagen, den hatte ich doch gelootet. Nee, oder? Ich hätte auch da hochklettern können. Oh, und ich sehe das nicht, ne? Was ist hier? Ah! Kann es vielleicht sein, dass es vielleicht hier verloren hätte? So, wo sind wir jetzt? Wasserfall. War laut! Da knurrt jemanden der Magen. Geht's auch nochmal runter? Condera Laka. Ach du Scheiße, was ist denn hier? Essenz der Heilung. Gold. Bartaxt. Oh. Und hier eine kleine Dämonenstatue. Kleine. Oh Mann, ey. Sag mal, was ist denn mit mir los, ey? Die Werkstatt verdirbt mich. Oh, 90 Stärke bräuchte ich. Wer meint, ich könnte mich noch klar artikulieren, na, der lügt. Kleine Statue. Ja, klar. Nicht zu plündern. So. Ich such mal hier ab. Oho. Nicht zu plündern. Ich sehe hier echt kaum was. Mach mal ein Lichtlein an hier. Das soll's tun. So, mein Freund. Hier noch was, oder? Ja, jetzt kommen die Minecrawler. Da haben wir die Zange. Oh, 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 oh. Ah ja. Ich konnte nur zwei damit anlocken. Sehr gut. Ach, bei dem Schema hätte ich sie auch alle erledigen können. Sofort. Lol, ey. Mach keinen Scheiß. Oh, Goblin, den Piratenboss. Erledigt.
nicht zu plündern. Hat er vielleicht? Nein. Also wäre ich den erwischt, ne? Der Geiges kann... Nee. Der ist gemeldet. Der kann sich auch was gefasst machen. Warum kriege ich hier kein vernünftiges Wort raus? Ey, ich schreie hier gleich alles zusammen. Rostige Axt. Brumm. Und Grog und alles. Uiuiuiuiuiuiuiuiui. Ring der Geschwindigkeit. Brief des Schiffsbrüchigen. So. Moment, da. Notiz. Ich habe in der Höhle einen alten Piratenschatz entdeckt. Leider wird dieser von einer Bande von Goblins bewacht, die sich mit Waffen und Klamotten von ein paar toten Piraten ausgerüstet haben. Hoffentlich komme ich hier lebend raus. Ein Schiffbrüchiger. Ring der Geschwindigkeit 1. Ist das so ein Rezept? Ich habe eine erstaunliche Entdeckung gemacht. In einem alten Buch fand ich die Anleitung, einen Geschwindigkeitsring herzustellen. Wenn es mir das tatsächlich gelingen sollte, bin ich ein gemachter Mann. Auf Kondera fehlen mir aber die nötigen Zutaten. Ich gehe daher nach Termora. Dort werde ich am besten gleich mit dem Statthalter sprechen. Vielleicht wird er mich bei meinem Vorhaben unterstützen. Berengar? Nee, nicht etwa der Berengar. Du willst mich doch jetzt verarschen. Oder ist ein anderer damit gemeint? Ey, wenn das jetzt der aus Dickerick ist. Nee. Ach komm, ey. Das ist nicht zu holen. Was macht der denn hier, ey? Ach, hier geht's auch noch lang. Das ist gut. Ey, ich bin gerade echt überrascht hier. Komme ich hier wieder raus? Ja, muss. Aber finde ich vielleicht auch das, wonach ich suche? Wohl eher nicht. Da müsste ich eigentlich aufs Meer wieder hinauskommen. Ah, ich glaube, der Lichtzauber lässt nach. Aha, okay. Da komme ich bei der alten Festung wieder raus. Was ist das denn hier? Nee, och komm. Ah, immerhin habe ich mich... Ja, siehst du? Gut, dass ich davon noch gespeichert hatte. Aber ganz ehrlich...
Ich gehe wieder den anderen Weg raus. Wobei, ich war noch nicht fertig hier, ne? Sehe ich gerade. Ich bin noch nicht fertig mit der Höhle hier. Nee, 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 nee. Da geht's ja noch weiter. Und ich wollte die Höhle schon wieder verlassen. Was ist das da oben? Hoffe, es ist nur ein Fels. Und auf einmal macht der Fels auf und es ist ein Schattenläufer. Uiuiui. Oho. Das könnte schmerzhaft werden. Das lassen wir lieber. Guck, ich mache jetzt mal eine Fackel an. Ich würde es schon geil gemacht. Irgendwie. Muss schon sagen. Ich habe die Architekten jetzt schon lieb gewonnen. Ah ne, das sind Minecrawler. Und da oben ist tatsächlich nur ein Stein. Ach du Scheiße. Kriegen wir den auch noch down? Let's find out. Alter, mach keinen Scheiß jetzt. Puh. Rote Stein. Ich höre eine Blutfliege. Rote Steintafel. Das ist ja gut, dann wird das nicht alles so übereinander. Aber das hätten die trotzdem noch in der Mitte lassen können, weil sonst sieht man das ja nicht. Weiß ich nicht, so sehe ich das ja nicht. Das sieht man irgendwie kaum dann. Warte mal, die rote Steintafel. Wahrscheinlich ist das noch die alte aus, ne? Aus sonst immer. Wenn ich wüsste, wo die ist. Bin ich doof? Da ist sie. Naja, nee, eben nicht. Oh ne, ich muss niesen. Entschuldigung. Und wieder habe ich es nicht geschafft, mich zu muten dabei. Genannt werde ich auch Olivia Mutant John.